Diese circa 8 Kilometer lange Küstenwanderung hat Besonderes zu bieten. An der Strecke liegen 7 sehenswerte Orte. Los geht's! Wir starten in La Caleta de Enterian. Ortsausgang unterhalb des Restaurants Mundial 82 liegt der erste sehenswerte Ort der Wanderung. In kleinen, wannenartigen Vertiefungen der Lavaschicht wird das wertvolle kanarische Meersalz gewonnen. Der nächste interessante Ort ist nur einige Gehminuten entfernt. Ein unscheinbares Gebäude, aber hier wurde Geschichte geschrieben. Im Jahre 1883 verlegte man von hier aus ein Unterwasserkabel nach La Palma. Damit konnte der erste Nachrichtendienst zwischen den Inseln aufgenommen werden. Weiter entlang der schönen Promenade und zum Skelett eines Seiwals, der vor Gran Canaria entdeckt und zur Ausstellung präpariert wurde. Unter den Felsen am El Bufadero befindet sich eine Höhle, die zum Meer hin offen ist. Wenn Brandungswellen auftreffen, wird die Luft komprimiert und über das Loch an der Höhlendecke strömt die Luft mit Zischen, Fauchen oder Schnauben nach draußen.